an Ihre kaiserliche und königliche apostolische Majestät, Maria Theresia, Erzherzogin der österreichischen Erbländer, etc., etc., Königin von Ungarn, Dito von Böhmen und Mähren, Herzogin von Lothringen, gefürstete Markgräfin von etc., etc. Der komplette große Titel also. Na, selbstverständlich. Dummkopf. Überschrift. Ausführlicher Bericht, erstattet von Conte Canero, ob man Stellvertreter der kaiserlichen geheimen Sittenpolizei in Wien. Item königlicher Kommissär für die Repatriierung exilierter Ungarn und amnestierter Kollaborateure mit dem Regime der türkischen Paschas in Ofen. Absatz. Meine besondere Mission galt der Auffindung des alten Herrn von Barinkay aus dem Banat, beziehungsweise seines einzigen Sohnes und Erben Schandor Barinkay, später bekannt unter dem Namen der Zigeunerbaron. Der allerhöchste Auftrag führte den gehorsamen Diener Ihrer Majestät zu ungeheuerlichen Abenteuern durch die neu erworbenen Woiwodschaften Magyariens bis tief hinein in die bosnischen und mazedonischen Provinzen des osmanischen Erbfeindes.
Es gelang mir, den einzigen Sohn und Erben in einem suspekten Lokal eines türkischen Basars zu identifizieren, wo er sich mit recht fragwürdigen Kunstübungen seinen Unterhalt verdiente. Als flotter Geist noch früh verweist, hab ich die ganze Welt bereist. Faktotum war ich erst und wie bei einer Grand Mergerie. Vom Walfisch bis zum Goldfasan ist mir das Tierreich untertan. Es schmeichelt mir die Klapperschlange, das Nashorn streichelt mir die Wange. Der Löwe kriecht von mir im Sand, der Tiger frisst mir aus der Hand. Der Du bin ich mit der Hyäne, dem Krokodil reiß ich die Zähne. Der Elefant fängt in der Schüssel, mit dem Salat mit seinem Rüssel. Ja, ja, das alles verwirrt, das kann ich und noch mehr. Wenn man's kann ungefähr, ist nicht schwer, ist nicht schwer. Raritäten reißt dich dann als Akrobat und Wundermann, bis ich zuletzt Gehilfe da bei einem Hexenmeister war. In meinem schwarzen Zauberkreis zitiere ich Geister dutzendweis, bin passionierter Feuerfresser. Inzwischen Pause schlug ich Messer. Ich balanciere wie Japanesen und schau dir nicht da gewesen. In Kartenkünste bin ich groß, in Wolke schlagen grandios. Ich bin ein Zauberer von Bedeutung und alles ohne Vorbereitung. Ja, ja, das alles so wir, das kann ich von mir. Wenn man's kann ungefähr, ist nicht schwer, ist nicht schwer. Ja, gemäß dem allerhöchsten Auftrag gelang es mir, besagten Barinkai zur Rückkehr in die Besitzungen seiner Väter zu veranlassen, die ihm durch die Gnade ihrer Majestät ermöglicht wurde. Soweit euer Blick reicht, reicht eure Herrschaft. Ich erzählte ihm auch von der reich gefüllten Kriegskasse, die bei der Flucht des gefürchteten Mehmet Kuli Pascha in dieser Gegend vergraben worden sein sollte und deren Auffindung bis jetzt ohne Resultat verlaufen war.
Jeden Tag, Mühe und Plag, mit der Hacke und dem Spaten. Doch den Platz, wo der Schatz, hab ich wieder nicht erraten. Ja, wieder nicht erraten. Ich lach euch aus, je mehr ihr sucht, oh, je mehr ihr sucht. Wo sind denn nun eigentlich meine Güter? Zwei Klafter tief unter dem Wasser. Dort die Burgarer Familie und ein Dorf voll Zigeuner, Musikanten, Kesselflicker und Schmiede und Mordsdiebe. Kommt! Nachdem ich dem jungen Barinkai nochmals erklärt hatte, dass sein Vater des Einverständnisses mit dem türkischen Feind verdächtigt war und er nur durch die Gnade ihrer allerhöchsten Majestät und durch die Fürsprache des gnädigen Herrn Grafen Homonai amnestiert und aus dem Exil heimgerufen worden sei, schritt ich zur amtlichen Übergabe des konfiszierten Besitztums vor zwei ansässigen Zeugen. Punkt. Da die erwachsenen Einwohner des Zigeunerdorfes auf dem Markte waren und vor dem Abend nicht zurückkommen sollten, begnügte ich mich zum Ersten mit dem alten Zigeunerweib Schipra. Hey, Alte, komm heraus und schau dir diesen Mann hier an. Ist das möglich? Dies hier ist durch allerhöchste Gnade dein neuer Herr, Chandor Barinkai. Ich habe es gewusst, dass du heimkommen würdest. Du hast es gewusst? Was redest du da? So täuschte mich die ja noch nicht. Ich wusste es ja. Was sie nur spricht. Zum Teufel, wer hat dir gesagt? Die Karten hab ich befragt. Wenn dir die Zukunft offenbar, so mach auch mir mein Schicksal klar. So reicht mir die Hand. Bald wird man dich viel umwerben, reiche Schätze sollst du erben. Wenn du in Deutschen eingeführt, das dir gebührt, und es wird auch mir sogleich. Jawohl, jawohl, verloren hast du einen Schatz, der war so mager wie ein Spatz. Nicht lange wirst du findest das Fass, so rund wie ein Eimerfass. Ein Klein, nur das dir eins entschwand, viel größer nicht als deine Hand. Du findest es bald so schmal und schlank, und lang wie ein Lichtschrank. Ach ja, noch heute fehlst du was. So rund wie ein Zitt, eine Fass, oh Spaß.
Leute, schreibt ihr hinters Ohr, dass einen Schatz ich nie verlor. Genug der Wahrsagerei und Eike kommt herbei und unterschreibe hier als Zeuge dies Papier. Indes als Zeuge Nummer zwei gehen wir beim Zuppen rasch vorbei. Ach, mit den Schreiben geht wohl schwer. Zu Kritzler rasch ein Kreuz hierher. Als Zeugin hier auf diesen Akt, nur zu, es ist kein Teufelspakt. So tu's. Du befehlst, ich muss. Hast ich das Kreuz, ein Dudenfuß. Keine Unterschrift ist mir zu eigen. Dieses plötzliche Verschwinden wie auch spätere Ereignisse erhärten den Verdacht, dass es sich bei besagter Schiebrau um eine gefährliche Hexe handle. Als zweiter Zeuge bot sich schließlich der reiche Sauzüchter Kalman Tschuppan an, vulgar Schweinefürst genannt, ein durchtriebenes Subjekt, das sich manches fruchtbare Stück der Baringkaischen Ländereien widerrechtlich angeeignet hatte. Das einzig Gute an ihm sollte seine schöne Tochter Arsena sein. Die Rückgabe der Güter, laut kaiserlichem Erlass, durch seine Unterschrift anzuerkennen, verweigerte er anfänglich mit der Begründung, weder schreiben noch lesen zu können. Ja, das Schreiben und das Lesen ist wie mein Fach gewesen. Denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Auch war ich nie ein Dichter und sonder Wetter Parapluie. Bloß immer Schweinezüchter, poetisch war ich nie. Ja, mein idealer Lebenszweck ist Forschen wie Schweinespeck. Mein idealer Lebenszweck ist Forschen wie Schweinespeck. Ist Forschen wie Schweinespeck. Ja, auf der Schweinemähestände steh ich mich am besten. Auf meinem ganzen Lager ist auch nicht eins mager. 5000 Ferngesunde hab ich mit Kugelrunde, so weit man sucht fern und noch man keine schöneren sah. Wie ihr mich seht, im ganzen Land, weit und breit, bin ich wohl bekannt. Schweinefürst werd ich nur genannt. Ja. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen. Denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Auch war ich nie ein Dichter, Putzdonner, Retter, Paraplü. Bloß immer Schweinezüchter, poetisch war ich nie. Ja, ist Burschen wie Schweinespeck, mein idealer Lebensweg. Ist Burschen wie Schweinespeck, ist Burschen wie Schweinespeck. Also, Herr Schweinefürst, Kraft dieses Dokuments wird gegenwärtiger Herr Barinke als rechtlicher Eigentümer in den Besitz der väterlichen Güter wieder eingeführt, was ihr nach bestehender Vorschrift als Grenznachbar zu bestätigen habt. Barinke, zurückgekehrt, Gutsherr. Heilige Mutter Gottes von Demmertschin, der Teufel soll ihn holen. Ei, grüß dich, Gott, Nachbar. Verfluchter Kerl. Da ihr nicht schreiben könnt, macht euer Kreuz hierher. Seht ihr da, ein Schweinderl. Da weiß jeder Mann, dass ich das bin. So, jetzt sind wir damit zu Ende. Im Gegenteil, wir sind erst am Anfang. Am Anfang? Was soll das heißen? Wir wollen gleich offen miteinander reden. Deine Besitztümer hier, die du mir gestohlen hast, Grenzstreitigkeiten, Eigentumsprozesse, ich werde dir gehörig auf den Pelz rücken müssen. Streitigkeiten? Prozesse? Heilige Mutter Gottes von Debrecen. Wollen wir nicht lieber versuchen, in Frieden miteinander auszukommen? Du sollst doch eine ganz hübsche Tochter haben. Ah, ja.
Um unliebsamen Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen, ist es Eurer Majestät Diener Conte Canero gelungen, Shandor Barinkai eine Heirat zwischen der Tochter Chupans, Arsena, und dem neuen Herrn schmackhaft zu machen. Da Chupan schließlich mit meinem Vorschlag der, bei aller Devotion, der österreichischen Devise Tu Felix Austria Nube entsprach, einverstanden war, stand der landesüblichen Brautschau nichts entgegen und meine schwierige Mission schien zu einem glücklichen Ende zu kommen. Janosch, du gehst jetzt herein und sagst meiner Tochter Arsena, sie soll sich anziehen, ihr bestes Kleid, das sie hat, und soll sofort herauskommen mit ihrer Gouvernante. Und sag ihr, es ist ein Freier für sie da, ein Prachtkerl. So, und jetzt geh. Doch sollte Eure Majestät, ergebensten Diener, ein unerwarteter Schicksalsschlag treffen, den er seiner tief verehrten Herrscherin, Submissest, nicht verschweigen möchte. Ist es wahr, ein Freier? Na, den muss ich mir ansehen. Den muss ich mir auch ansehen. Das ist der kaiserliche Kommissar, dass du freundlich zu ihm bist, du dummer Kerl, du. Kaiserlicher Kommissär? Bei den Gebeinen meines Mannes diese Gestalt? Ludovico! Um Gottes Willen, diese Stimme! Himmel! Hölle! Canero! Mirabella! Mein Gatte! Meine Gemahlin! Oh, welch ein Wiedersehen! Anno 1718, in der Schlacht bei Belgrad, habe ich sie verloren, vor 24 Jahren. Die Zigeunerin hatte wahr prophezeit. Das war der Schatz, den ich verlor. Mirabella, mein Enkel, hatten wir nicht noch Kinder? Ja, einen Sohn. Da steht er. Ottokar, umarme deinen Vater. Mein Vater! Also auch das wäre richtig. Ein Kleinod, beim Verlust kaum größer als meine Hand und beim Wiederfinden so groß wie eine Hopfenstange. Und du hast nie nach uns geforscht? Ich dachte, der Großdüge habe dich in seinen Haaren verschleppt. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank bewahrte uns ein gütiges Geschick vor Schlimmerem. Gerade jetzt musste ich sie wiederfinden. Jetzt wird's ernst, Freundel. Da kommt mein gnädiges Fräulein Tochter. Welch famose Erscheinung erlaubt. So tu ihm endlich den Gefallen und lass den dummen Schleier fallen. Halt! Halt! Nach siebten Kommissionsgesetzen wirst du den Anstand nicht verletzen. Erst muss der Brautschau kuchen trauen und dann kommt ihr erst.
junger Mann. Wir alle sind es und wir wollen es. Und wohin muss er bringen? Bringt herbei. Also den Kuchen bringt herbei. Bitte zu versuchen. Als Freier an. Das ist Schandor Parinkai, Herr dieser Güter, aus der Fremde heimgekehrt. Wie hab ich recht gehört? Parinkai, heimgekehrt. Na, dem alten Brauche drei auf der Kuchen schon vorbei, mag bevor ihr Hochzeit feiern, ihr Gesicht die Braut entschleiern. Geschleiern soll fallen, dass ich schon verfallen, die Schöne. Was dich mit Staunen so erfüllt, ist mein getreues Ebenbild. Ja, ganz und gar so bis aufs Haar, war ich, da ich noch Schinger war. Bevor ich diese Breite fand, war schon ich wie ein Leutnant. Auf 20 Meilen ringsumher gab's bei Zivil und Militär so einen fächern Kerl nicht mehr. Gab's einen fächern Kerl nicht mehr. Schön, ja. Voll und anmutsvoll, ach, ein Adonis jeder Zoll. Ha, keinen darf es mehr. Solange die Gestalt verlos ist, wird es auch zu nicht zu schlagen, nicht zu zahlen, zu tun, das Gang ist mein Fall. Solange die freie Kunst zu schlagen, Wer liebt, der liebt von mir entzückt. Zu treffen!